Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Kinetic Disaster zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Spiel Kinetic Disaster. Ein Spiel, was ich im eShop gefunden habe, zusammen mit dem Sunny. Hallo. Soweit ich das gesehen habe, ist das ein Bullet Hell Warclight. Das wird ultra lustig. Ich will mal kurz in den Einstellungen gucken. Wir lassen das mal, glaube ich, so. Ja, Französisch kann, glaube ich, keiner von uns. Aber ich mache mal die Musik zur Not ein bisschen runter. Jetzt nicht für uns, sondern eher für die Aufnahme. So, wir haben dieses Spiel noch nie zuvor gespielt. Wir haben beide uns nur den Trailer angeguckt. Hallo, ich bin Spieler 1. Ich habe den Spieler 1 hier. Ne? Guck dir den Controller. So, es gibt verschiedene Charaktere. Und soweit ich gesehen habe, ist das so ähnlich wie Ender the Gungeon. Ungefähr, also vom Spielaufbau her. Da spielt man halt hauptsächlich mit so Knacken. Guck mal, wir können uns doch hier auch die Details angucken. Man wissen wir, was die können. Choose nur den Power Button to keep the to keep running. Also der kann dauerhaft rennen, während er schießt, glaube ich. Deine Kraft macht alle Stunts, meine, und alle meine Bullets sind zweimal so schnell wie vor, sie sonst sein sollten. Ja, weniger, meine Art weniger Waffen Recoil. Und bekommt Genauigkeit dazu und seine Reichweite ist erhöht. Okay, bei ihm sind die Geschütze, also die Munition-Dinger schneller. Und der hat irgendwie ein Sneaky Protection Deals. Irgendwas damit. Devil. Bei each enemy killed. Oh, wenn der irgendwelche tötet, dann kriegt er mehr Schaden, den er austeilt. Speed, ja. Bis zu 5. Aber wenn er Schaden selber kassiert, dann verliert er diesen Bonus. Okay, ich würde mit Sneaky tatsächlich erstmal spielen. Dann versuche ich hier mal einen Bunker. Und wir starten natürlich direkt auf Hart. Nur die Harten koppeln den Garten. Oh nein. No. Wir haben dieses Spiel wirklich noch nie vorher gespielt. Choose your Mutations, das ist halt das, was man dann so freischaltet über dieses Roguelite-System. Das müssen wir wahrscheinlich in-game erst freischalten. So. Wir werden ja auch so ein paar Runden aufnehmen, also... Ja. Ich kann aber nicht versprechen, wie lang die Videos werden. Das hätte ich auch mal gut, aber die Tipps, blaming your teammate does help the progress. Bei mir? Oder ist darunter gemeint, hier, ich soll dir nicht einfach alles die Schuld geben? Blaming ist, glaube ich, in dem Falle, ja, das wahrscheinlich. Warum der Avatar nicht an ist? Ganz einfach, wir spielen hier in Lokalen zusammen und es hätte keinen Sinn, weil der Avatar auf uns beide reagieren würde. So, ich will jetzt auch erstmal meine Steuerung rausfinden. Okay, B ist das. Oder, nee, doch, B ist das. Wie schieße ich? Okay, ich habe einen Teleport. Jetzt mache ich mal ein Schild. Ach, wir haben noch gar keine Pistole in der Hand, deswegen können wir nicht schießen. Da steht da Homing. Kann ich zwei Pistolen haben? Ich habe eine Doppelpistole. Okay, ich habe einen Nahkampf rausgefunden, ZL. Wird er erst schießen? Nee, ich nicht. Oh, ich kann die Doppelpistole. Und erst nachladen. Und L ist halt die Spezialfähigkeit. Achso, die liegt jetzt hier. Guck mal, ich hab die Emotes gefunden. Wo? Oh. Steuerkreuz. Cool. Warte, den werde ich die ganze Zeit brauchen. Ja! So, bist du bereit? Nee, aber wir können mal versuchen. So, hier erscheinen jetzt die ganze Zeit Gegner, die wollen uns umbringen und wir müssen versuchen durchzukommen. Ich gucke, dass die Folgen so halt, dass da immer ein Run drin ist. Je nachdem, wie lang die Videos gehen. Eventuell unterteile ich sie sogar. Wie soll ich das auch irgendwas mit Schüsse aufladen? Ich knall nicht ein. Komm, ich gehe einfach im Nachkampf. Ah, mit A hebst du auf. Ich habe eine Heilung gegönnt. Du brauchst keine Munition. Ah. Hier ist Munition. Wo ist Munition? Hast du keine Pistole dabei? Doch. Ich habe die Munition schon gegönnt, ne? Die Pistole ist leer. Na, kann man den Stuhl aufheben? Ich habe einen Stuhl. Ich habe den Stuhl ins Gesicht geworfen! Hier sehe ich was von Blaming the Teammates hilft nicht im Progress. Kann ich auch die Fässer aufheben? Schade. Ich hab dich doch nicht blamieren, ich hab den Stuhl ins Gesicht geworfen. Ich würde mal sagen, unten.
Ey, warte mal. Da, wo ich mein Fadenkreuz gerade habe. Da. Blaue ist die Düftige hier. Der rechte von den beiden, das bist du. Das. Darunter sind noch Herzen direkt neben deinem Gesicht da. Ja, das weiß ich. Das ist nichts Neues für mich. Kenn ich schon lange genug, um zu wissen, dass du blind bist. Das ist ja etwas, das Metall. Was ist das? Ach, das sind die, womit man sich diese Verbesserung wahrscheinlich freischaltet. Ah. Das Spiel ist auch schon ein bisschen älter, Leute. So von 2020 ungefähr. Aber das war halt lustig aus dem Dachten kommt. Jolo, lass mal machen. Das Ding sollte man eventuell zünden, wenn ein Gegner daneben steht. Oh, guck mal, ich hab einen Stuhl! Oh, komm schon! Kann ich auch die Fässer aufheben? Ja! Ich hab beide getötet. Das fängt schon wieder gut an hier. Wieso spielst du denn nicht im Chor? Unstable SMG. Um Gottes Willen, nein. Ein Freezer. Sind die Dinger, die alle schaden? Nee. Eine Sache ist merkwürdig. Eine ist merkwürdig. Guck, jetzt einfach kommt dann zurück. Ah, ja, wir machen Schaden. Das ist mir Schadensmunition. Ich hab auch nicht Schaden, oder? Ja. Man ist aber eigentlich ganz gut, wenn die verfolgen. Vor allen Dingen ist das Durchschlagen bei den Kleinen. Wisch! Ich hab's ihm ins Gesicht geworfen. Whee! Du brauchst ja keine Munition. Ich brauch kein Leben. Habe ich nicht gesehen, dafür. Ist da noch ein kleines Vieh? Nee. Komm, wir müssen es schaffen. Ab. So, das nehmen. Ah, nein! Ey! Nein, tu's nicht! Tu das nicht! Ey! Das ist noch ein Fass. Ich hab nicht auf dich geworfen. Ja, doch schon. Dann will ich lieber auf den da. Weg durch. Reichweite habe. Ich habe glaube ich erstmal genügend Munition. So, rechts ist der Boss rum, den nehmen wir erstmal hier. Und da war so ein ganz kleines Geschoss, das hat mich getroffen. Oh, du bist lame. Wir schaffen das nicht. Glaub an uns. Ist da noch Heilung oder so? Ich hab Münzen gesehen. Da bin ich nochmal kurz umgedreht. Boah. Das ist diese kleine Viecher. Ich muss unbedingt die hier immer ausschalten. Mann, diese kleine Scheiße. Okay, ich glaube an dich. Okay. Das war's mit dir. Ich hab auch zugeschlagen, die haben mich getroffen. So, bevor wir mal die nächste Runde hier anfangen, ich habe im Hauptmenü gesehen, es gibt auch noch so Minispiele, die wollen wir auch mal eben kurz einmal anspielen. Ja. Wenn wir eh schon vermasselt haben. Komm. Dann bin ich jetzt Panic. Ich glaube, das ist gegeneinander. Gibt's auch so einen Zufall? Ja. Timer 90 Sekunden, ja komm.
Und sind wir jetzt halt gegeneinander. Jetzt darf die Gegner nach dir treffen. Ne? Pick up a stool and throw it on the opponents. Das ist schnell. Guck mal, wir haben einen Stuhlkrieg. Ne? Das war mal der Activated Shield. Catch up a stool and lift from the center back in the power arm. Wie fange ich die denn? Keine Ahnung. Fangen wir da, ne? Also wir müssen uns mit Stühlen abwerfen. Oh, die gehen gut. Ja, mit 8! Oh, ja! Piep, piep, piep. Machst du da? Ich lad mich auf! Da liegt irgendwas Schönes. Kannst du dich aufladen? Ich hab einfach den Schild gleichzeitig aktiviert. Um Gottes Willen! Nein! Das Ding hier ist krass. Das nutze ich gerne. Ich hab dir ins Gesicht geworfen. Ja, das ist so, soll es weiterlaufen. Ja, du musst ihn wieder aufladen. Ich hab mich selber gefehlt da. Kepper. Ja, ich hab glaube ich gewonnen. Das sind drei Runden. Ah, ja. Na gut, dann haben wir den Versus Modus wenigstens einfach gemacht. So, jetzt können wir uns wieder um Hauptzeug kümmern. Was du jetzt? Ja, die Doppelpiste. Oh. So, habe ich irgendwas in der Flugfeld? Irgendwie so eine Dampfwolke. Oh. Eins. Kommst du? So nutzt man den nicht. So nutzt man den. Hey. Siehst du, ich zeig dir, wie man den richtig nutzt. Ich hab den alten Körper gefunden. Kannst du nicht, hast nicht genügend. Weiß nicht. Ups. Oh. Da war was drin in der Kiste, aber du hast alles, glaube ich, eingesammelt. Komm, jetzt spielen wir mal richtig, okay? Ja. Ich sag doch, jetzt spielen wir mal richtig. Das habe ich da gerade eingesammelt. Oh. Ich sah nur, dass da eine Bombe liegt. Ne? Ah, dann kann ich einmal so richtig laut husten und dann sterben die instant. Ne, man muss am Geist stehen. Hab's gerade getestet. Okay. Ich finde es gut, dass wir jetzt, glaube ich, beim dritten Run sind und es bisher nicht mal bis zum fünften Raum geschafft haben. Weil du meinst, genau uns umbringen zu müssen. Und ich. Wer hat denn die Bombe geworfen? So! Da erinnere ich mich nicht dran. Also ich habe das anders in Erinnerung. Kein Videobeweis. Nee, das schneide ich so, dass du beschossen hast. Die Dinger lohnt sich mehr zu prügeln. Als drauf zu schießen. Die kleinen zumindest. Das Geld, was wir hier einsammeln, kann man bestimmt in irgendeinem Ingame-Shop verbraten. Ja, schon gut. Oder eine andere Waffe später, wenn die später eine Rolle. Das hätte ich mir aufheben sollen. Meine Spezi. Da habe ich einmal so einen ganz starken Schuss. Ah,
verdammt! Ich kann dich gerade nicht wiederbeleben. Das Heiligen liegt kacke. Wenn du zu mir kommst, schaffe ich's. Ich werde mal dafür erst den unteren, weil er diese Streuschütze hat. Ich denke die ganze Zeit, ja, ich kann, wenn ich jetzt hier schieße, dann mach ich den Mann, dann mach ich den. Nee, nur wenn du Bomben rein wirst. So, immer zuerst die großen. Ja, ich würde nicht in die Heilung reinrennen, wenn da die ganzen Gegner sind, ne? Ich bin tot. Thank you very much. Einer ist weg. Ich würde immer zuerst auf den Boden gehen. Okay, eins für dich, eins für mich. Oh! Ja, damit kann ich arbeiten. Und was ist das? So, die Kristalle natürlich alle mitnehmen. Das Problem ist, guck mal, wenn ich schieße. Hopp, 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 hopp. Die hat Rückstoß, aber richtig oh. Hart. Also meine zumindest. Perfekt. Gut, dass ich die ganze Zeit die Munition aufgesammelt habe. Okay, das war so gesehen der Bossraum. Ja, wir haben eine Ebene geschafft. Yeah. Oh, muss uns auch die ganze Zeit sprechen. Der Ladescreen geht echt lang. Sowas wird mitgezählt? Also wir haben ja auch mal so eine Bestliste, wer was am besten geschafft hat. Zumindest haben wir beide es geschafft, um nicht umzubringen. Wir haben keine Zusatz, ja. Ah, und hier kann man jetzt die Dinge ausgeben. Reduce the cooldown of power, increase the move speed, faster reloading, increase maximum. Reloading wäre halt actually für mich gut. Ich nehme auf jeden Fall den Move Speed. Weil ich jedes Mal, wenn ich reloade, eine Kugel abfeuere. Oh, okay. Ah, nee, okay. Jeder darf eins nehmen. Okay. Also ich habe mir den Movement Speed genommen. Ja, ich brauche Reading, was mein Charakter heute. So, wofür sind dann die Münzen? Machen die wenigstens Schaden, wenn ich schon nach hinten gedrückt werde? Scheinbar. Oh. Ah, deine Munition sieht halt einfach anders aus. Okay, wir haben jetzt unterschiedliche Munition. Ich bin übrigens tot. Oh. Kannst nicht. Kannst nicht. Ich kann. Ach, man kann auch ein halbes jetzt abgeben. Oh, das ist schlecht. Verdammt, ich brenne! Danke. Lauf! Ja, ich fand es gerade besser, irgendwie wegzurennen. Dann ist wahrscheinlich Ebene der Teufel los. Guck mal, ich habe die Ultra Rage. Ich kann dich nicht beleben, ich habe nur ein halbes Herz. Ja, ich weiß. Hä? Ach, da war ein Windling. Da war ein Windling. Okay, für die erste Session, also für die erste Aufnahme würde ich sagen, reicht das jetzt mal für heute. Ne. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ah, wenn